Hallo zusammen. Ich habe mir mal die Pedalbox von DTE gekauft, weil ich mit dem Durchzug von meinem Auto nicht so zufrieden bin. Ich habe ein Octavia 3 mit 180 PS und eine Automatik. Die Automatik ist, ich sage mal, behäbig und ganz ehrlich, da merke ich die 180 PS einfach nicht. Im Vorfeld hatte ich schon mal probiert, so eine Tuningbox hier einzubauen. Hat leider nicht geklappt, hat nichts gebracht. Beim Diesel, den ich vorher hatte, da war das recht ansprechend, das Ergebnis. Aber beim Benziner, da hat es nichts gebracht. Und ich habe keine Lust, wenn ich mal eben schnell beschleunigen will, jedes Mal einen Kickdown zu machen. Und da kommt ja dann die Gedächtnissekunde 21, 22 oder eben auf Sport umzuschalten. Bei Sport ist es so, er schaltet ein, zwei, drei Gänge runter und dann erhöhte Drehzahl und er kommt vom Fleck. Aber dazu habe ich keinen Bock. Ich will sofort, wenn ich ein bisschen aufs Gas drücke, schon etwas merken und nicht mit einer langen Verzögerung. Hier seht ihr die Fernbedienung von der Pedalbox mit den verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Ich klicke mal drauf. So. Weiß heißt Serie. Das nächste ist grün. Das ist das City-Programm. Hier unten kann man noch Einstellungen machen, Plus und Minus, um das jeweils noch ein bisschen zu verändern, das einzelne Programm. Die nächste Stufe ist dann Sport. Und rot bedeutet Sport Plus. Das ist also das aggressivste Programm. So, fangen wir mal an. Ich habe jetzt erstmal auf das Programm Serie geschaltet. Das heißt, ich fahre also ganz normal mit meiner Automatik, ohne dass jetzt die Pedalbox zugeschaltet ist. Das ist jetzt mal der erste Versuch und damit geht es mal los. So, wenn ich jetzt beschleunige, ohne dass ich einen Kickdown mache, dann beschleunigt er zwar, aber eben nicht so, wie ich das eigentlich erhofft hatte. Wenn ich jetzt mehr haben will, muss ich wirklich, und jetzt geht er natürlich, aber es dauert. Und ich muss einen Kickdown machen. Vorher beschleunigt er ganz normal. Und das ist mir einfach ein bisschen zu wenig. So, jetzt halten wir gleich nochmal an und schalten in einen anderen Modus. Man soll hier ja nicht umschalten, während man das Gas betätigt, sonst bekommen wir einen Fehler in der Motoranzeige. So, ich habe jetzt mal auf Grün geschaltet. Das ist das City-Programm. Damit soll man cruisen können. Und das ist eher so für den Stadtverkehr gedacht. Aber schauen wir mal, was das Ding bringt. Man kann hier ja auch noch jedes einzelne Programm, kann man noch mal etwas schärfer oder etwas schwächer machen. Ich habe jetzt hier beim City-Programm das Ganze mal auf drei rote Balken, das heißt etwas schärfer geschaltet. Was heißt etwas, soweit es eben halt geht. Und damit fahre ich jetzt. Er spricht etwas besser an als bei der normalen Automatik. Aber ja, ich drücke das Gas jetzt so ein bisschen durch. Er beschleunigt. Ist okay, aber es ist nicht der Brüller. Das ist noch nicht das, was ich eigentlich erwarte. So, normalerweise sagte ich ja schon, ich will nicht jedes Mal einen Kickdown machen, wenn ich zum Beispiel überholen will, weil da eben diese Gedächtnissekunden sind. Oder ich will auch nicht jedes Mal bei der Automatik auf S schalten. Da geht er ja einfach nur ein, zwei Gänge runter und fährt mit erhöhter Drehzahl. Ich möchte eigentlich im Normalbetrieb einfach, wenn ich aufs Gas drücke, möchte ich eine vernünftige Beschleunigung
Beschleunigung haben, die ich bei 180 PS einfach erwarte. So, ich fahre jetzt nochmal rechts ran und dann schalte ich mal in die nächste Stufe. Die nächste Stufe nennt sich Sport. Da soll schon eine verbesserte Gasannahme möglich sein. So, jetzt bin ich in dem Programm Sport, fahre wieder los. Und ja, es ist deutlich besser. Er beschleunigt deutlich besser. Ich habe hier keinen Kickdown. Er geht wesentlich besser. So macht das Ganze schon mehr Spaß. Die nächste Stufe ist ja das Sport Plus Programm. Das soll das aggressivste sein. Ist es auch. Ich habe es ja schon mal ausprobiert. Was ich dann im Endeffekt auf Dauer nutzen werde, kann ich noch nicht sagen. Ich will auf jeden Fall nicht ständig hin und her schalten mit dem Programm. Ich möchte nach Möglichkeit ein Programm einschalten und damit möchte ich auf Dauer fahren. Das City-Programm wird es wahrscheinlich nicht sein, außer ich weiß ganz genau, dass ich eine ganze Zeit in der Stadt unterwegs bin im Stop and Go oder zum Beispiel, wenn ich im Stau stehe. So, jetzt habe ich mal auf Sport Plus. Bisschen vorfahren, dass ich was sehe. Jawohl, das geht schon ganz anders. So, jetzt mache ich mal Gas. Und wirklich, ich habe nur ein bisschen das Gas durchgedrückt. Hier ist kein Kickdown, ganz wichtig. Ihr habt es eben selbst gemerkt, er hat schon runtergeschaltet. Ohne dass ich wirklich den Kickdown gemacht habe, also das Gaspedal bis zum Anschlag durchgetreten habe. Ich trete einfach nur ein bisschen drauf und er geht. Und das ist eigentlich das, was mir auch bei dem Auto Spaß macht, wo ich die 180 PS auch ein bisschen merke. So, jetzt sind wir in der Zone von 50 und 70. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Da fahren wir jetzt erstmal durch. Und dann werde ich noch mal kurze Beschleunigung machen. Es gibt ja auch viele Diskussionen über Pedalbox und so weiter und so weiter. Viele schreiben, das taucht nichts oder du machst dir den Motor kaputt. Also ich bin nicht derjenige, der ständig mit Vollgas fährt. Ich cruise auch ganz gerne. Ich will ja auch nicht unnötig Sprit verbrauchen. Aber ab und zu will ich doch schon mal ein bisschen mehr Druck haben. Und das nebenbei. Dass hier irgendwie Sprit gespart wird, das können wir uns gleich abschminken. Wenn ich hier mehr Leistung abfordere, dann wird er auch mehr Sprit verbrauchen. Also Spritsparer brauchen sich das Ding nicht kaufen. Ich bin jetzt mal rechts rangefahren, damit ich ein bisschen freie Fahrt kriege, damit die vor mir weg sind, dass ich beschleunigen kann. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal aus. Aktuell bin ich noch in der 70er-Zone. Die Pedalbox steht noch auf Sport Plus. Sie schaltet jetzt, auch wenn ich langsam fahre, schon etwas schneller. Also man merkt, ich hänge deutlich besser am Gas. Ohne, dass ich jetzt mit überhöhter Drehzahl fahre. Ich fahre jetzt mit 80 und bin im siebten Gang. So, wenn ich jetzt aus der 70er-Zone raus bin, beschleunige ich mal. Und das mache ich jetzt ohne Kickdown. Er schaltet runter in vierten Gang und beschleunigt wie Sau. Wie gesagt, ich habe das Gaspedal nicht bis zum Anschlag durch, also kein Kickdown. Sobald ich wieder den Fuß vom Gas nehme, geht er sofort wieder hoch in den siebten Gang. Jetzt bremse ich wieder ab, wir kommen in eine 70er-Zone. Ich denke mal, das ist eine schöne Sache. Also es macht Spaß und ich werde die Pedalbox wohl behalten. Obwohl ich sie ja 30 Tage testen kann. Das ist ein Angebot von DTE, das finde ich ganz gut. Das war ja damals mit der Tuningbox auch, obwohl ich nicht weiß, von welchem Hersteller die war. Aber ich konnte 30 Tage testen, habe dann eine Woche das Ding im Auto gehabt, anschließend ausgebaut, weil es mir nichts gebracht hat.
So, ich bin wieder zurück und ich fasse nochmal zusammen. Wenn ich mit meinem Auto in der normalen Automatik fahre, ist mir das einfach zu behäbig und ich kriege also keine richtige gute Beschleunigung für meine Verhältnisse. Schalte ich die Pedalbox dazu. Im City-Programm ist es ja, man merkt ein bisschen was, aber so richtig geht er noch nicht. Also es ist ähnlich, als wenn ich ganz normal fahre mit Serie. Im Sportprogramm ist er schon deutlich spritziger und das ist ein attraktives Programm, macht Spaß. Und wenn ich auf Sport Plus schalte, dann ist er richtig spritzig. Ich muss kein Kickdown machen, ich drehte nur das Gaspedal ein bisschen durch und je nachdem, wo ich bin, schaltet er direkt drei Gänge zurück und beschleunigt, als wenn ich in der Serie halt einen Kickdown mache. Das ist deutlich spritziger. Man muss natürlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, durch die Stadt fährt und hat Sport Plus eingeschaltet, ein bisschen vorsichtiger mit dem Gaspedal sein. Deshalb muss man sich überlegen, was man auf Dauer hier benutzt. Ich werde die Pedalbox behalten, also mir macht es Spaß und für mich persönlich kann ich nur sagen, hat es sich gelohnt. Ich würde es wieder kaufen. Für diejenigen, die Sprit sparen wollen, bringt das gar nichts. Ja, das ist mein Resümee. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen bei der Entscheidung, ob er sich sowas kaufen will. Also ist kein Werbevideo hier. Wie viele andere, die ich vorher bei YouTube gesehen habe, die wollen das Ding verkaufen. Ich will es nicht verkaufen, ich habe das für mich gemacht und dem einen oder anderen vielleicht eine kleine Entscheidungshilfe gegeben. Ja, danke fürs Zuschauen. Macht's gut.